Hier wollte Horst Seehofer heute seinen Masterplan Migration der Presse präsentieren. Doch der Termin kurzfristig gestrichen. Und nun sorgt ein Plan, der gar nicht vorgestellt wurde, für Wirbel. Das beschäftigt auch CDU-Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz. Ich warne schon davor, dass wir jetzt den alten Streit, den wir jetzt vor den letzten 3 Jahren hatten, dass der jetzt wieder aufbricht. Ich kriege auch die Rückmeldung aus der Bevölkerung, dass das nicht gut ankommt. Und deswegen sind jetzt alle Seiten dazu aufgerufen, dass wir hier einen Kompromiss finden. Die Bundeskanzlerin und der Bundesinnenminister streiten darüber, ob bestimmte Flüchtlinge, die schon in einem anderen europäischen Land registriert wurden, direkt an der Grenze zurückgewiesen werden sollen oder nicht. Das ist ein Punkt, den Seehofers Plan vorsieht. In der Fraktionssitzung hat die Union ausführlich über das Thema diskutiert. Eine Einigung aber gab es heute noch nicht. Als erstes hätte ich gern mal eine gemeinsame Lösung, ja. Dass es nicht als Streit in der Öffentlichkeit stehen bleibt. Aber das Ringen um Entscheidung ist ja nicht unbedingt sofort ein Streit. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Diskussion führen. Wir haben sie auch sehr sachlich eben geführt. Klar Position beziehen, ob sie inhaltlich eher bei Seehofer oder bei Merkel liegen, das wollte heute keiner der CDU-Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz. Erst wenn der Masterplan vorliege, könne man ihn bewerten. Es macht jetzt aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, einzelne Fragen herauszupicken, denn es geht um ein Gesamtpaket. Es ist ein umfassender Plan zum Thema Migration und Asyl und man kann, glaube ich, nur das Gesamtpaket am Ende bewerten, weil vieles der einzelnen Punkte auch zusammenhängt. Die Forderung vieler CDU-Abgeordneter, auch aus Rheinland-Pfalz, ist klar, es müsse schnell eine Lösung her. Wir brauchen hier eine Einigung und wir müssen diese Frage endlich regeln. Und das muss ja auch schnell passieren. Und das ist zugesagt worden und ich bin guter Hoffnung, dass wir dort auch eine Lösung finden werden. Noch in dieser Woche wollen Angela Merkel und Horst Seehofer ihren Streit über die Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge an der Grenze beilegen. So heißt es nun.